Willkommen zurück, Reisende. Wir sind in Going Medieval. In der letzten Folge haben wir angefangen, die Kirchen hier zu bauen. Bisher ist sie beinahe fertig geworden. Es hat sehr lange gedauert, hier hinten wieder aufzufüllen alles mit Erde. Jetzt hatte ich hier noch Probleme. Da waren Büsche drin, musste ich wieder Erde wegreißen, Treppe hinbauen und denen sagen, dass sie das endlich mal entfernen sollen. Dann werden wir jetzt die das hier bauen lassen, noch schnell, die Erde. Dann kommt dann Boden drauf. So. Und dann müssen wir mal überlegen, wie viele Fenster machen wir? Machen wir hier komplett Fenster? Weil Kirche hat ja eigentlich gut große Fenster. Große gehen jetzt natürlich nicht. Wir könnten zwei übereinander setzen. Aber aufgrund der Schaffenheit der Fenster sieht das, glaube ich, eher nicht so gut aus. Machen wir einfach hier jetzt. Eine Ecke geht nicht. Da müssen wir einen Stein setzen dann. Weil sonst hätten wir hier so ein Fenster. Oder halt so rum. Sieht ja dann nicht so gut aus. Setzen wir hier und hier an die Seite Steine. Dann müssen wir mal sehen, wie wir das jetzt mit dem Dach machen. So ein Spitzdach geht ja nicht, wie wir wissen. Das könnten wir ja nur bis hier ziehen. Dann müssten wir aber in die Mitte hier ein Flachdach setzen, so. Und wenn wir ganz ein Flachdach ziehen, könnten wir bis so machen. Also können wir ja nicht, weil wir ein zweites ansetzen müssten. Wir könnten es bis hier und dann ein kleines, aber dann lieber drei gleiche. Ja, dann schon irgendwie besser. In der Mitte ein bisschen flacher, außen ein bisschen höher. Da kommen die jetzt natürlich nicht dran. Aber dafür bauen wir die Konstruktion unten einfach ein Stück weiter. Dann müssen wir jetzt mal das Dach ausblenden. Dann schauen, dass wir Konstruktion hier ganz rumziehen. So. Ja, immer noch nicht erreichbar. Gut, ist noch nicht gebaut. Aber es reicht eigentlich, wenn sie es von einer Seite. Warte mal, das in der Mitte können sie ja nicht bauen. Das auf der anderen Seite brauchen wir auch Stützen für. So, also außen die können sie bauen. In der Mitte noch nicht. Müssten wir ja hier auch einen Boden ziehen. Wow.
brauchen wir allerdings dann Stützbalken, die wir dann wieder abreißen. Da. Da geht nicht aufgrund der Treppe. Ja, dann ersetzen wir gleich mal die Treppe. So. Kann der hier gleich mal machen. So. Können wir da einen Stützbalken einziehen. Einen Holzboden drüber. Und eine Holztreppe. Da dran. Können sie beidseitig das Dach bauen. Und müssten auch dran kommen. Jetzt blau geworden das Dach. Das heißt, sie können es bauen. Dann klappt das in der Mitte auch. Hinterher reißen wir es wieder ab. Das können sie von unten machen. Das ist gar nicht so schlimm. Dann können wir mal gucken bei der zweiten Kirche, wie es hier aussieht. Ah, keiner kommt auf die glorreiche Idee, den Scheiß hier mal zu fällen. Können wir jetzt nur ein bisschen auffüllen. Als keiner für nötig hält, hier mal die Bäume zu fällen. So, ja, super, da steht auch ein Baum. So. Ja, mehr geht hier momentan nicht, da die ja da drüben noch beschäftigt sind. Hier sehen die Feuerbehälter aus, warum auch immer. Zu viel zu tun momentan. Ich habe auch unsere Felder ein kleines Stück verkleinert. Weil wir haben echt zu viel von dem Zeug. Gerste habe ich noch nicht verkleinert. Ah, ja, okay. Das Spiel war abgeschmiert. Also ist das alles nicht gespeichert. Habe ich wohl vergessen zu ändern. Was haben wir denn hier? Kräuter. Kleinern. So. Echt vollkommen. Beeren. Ich glaube, da haben wir viel zu viele. Aber gut geht. Aber wir können erst ein klein bisschen verkleinern. Und bis hier. Und dann können wir auch in der Küche sagen, die dürfen Gerste benutzen. Weil wir bekommen das gar nicht arbeitet. Alkohol haben wir jede Menge. Können sie das ruhig hier noch verwenden. So. Tür haben wir. Die Innentür hier zum Beispiel, die können wir mal auf unverschlossen setzen. Aber sonst eine Innentür. Ja, die hier, aber die sind auf unverschlossen. Weil das bremst die immer ein bisschen, wenn sie durch eine Tür gehen.
Dann sind wir kurz langsamer. Die Außentüren lassen wir natürlich auf Standard. Holz haben wir auch jede Menge. Wie viel Holz haben wir eigentlich? 22.000 Holz, ja gut, dann dürfen die auch gerne. Ne, da müssen wir alle einzeln wählen, ne? Das ist ja jetzt nervig. So. Die finden wir ja auch nie alle wieder. Wir wissen zwar, wo die stehen, aber ob man sie dann wirklich alle angeklickt hat, ist auch so eine Sache. So. Nehmen wir erstmal nur die in der unteren Etage. Die hatte ich gar nicht geändert. Dürfen sie jetzt für alles Holz mit verwenden. Das hatten wir ja entfernt, auch beim Kochen. Das können wir dann auch wieder reinsetzen. Wir haben jetzt so viel. Ah, hier. Und ich glaube, zwei Öfen, also Herd, könnte nicht genug sein. Müssen wir mal überlegen, ob wir vielleicht noch einen dritten bauen, aber da haben wir hier keinen Platz. Also wenn wir den Eingangsbereich entfernen würden, dann würde das gehen. Aber da wir ja so hart wie verkauft da auch haben, lassen wir das mit dem Vorraum. Außerdem würde man ja auch direkt dann in der Küche stehen, wo Essen zubereitet wird. Naja, ist wieder mitten in der Nacht, jetzt arbeiten sie wieder nicht. So. Haben sie denn hier jetzt irgendwas? Oh, das Dach ist fast fertig. Ja, das ist ja gut. Können wir die Innenkonstruktion gleich wieder entfernen. Müssen wir nochmal gucken. Ändern wir irgendwie dieses Dachsegment. Wie sieht das denn aus? Okay. Dann so. Oder so. Na, das wäre ja eher was für die Mitte, oder? Oder machen wir das so und den hier so. So. Und dann Kalkstein. Das geht doch eigentlich. Haltet ihr davon? Ja, ist so nicht schlecht aus. Auch schön, dass man das jetzt hier vorne im selben Look machen kann. Also so. So. So.
Ah, ein Segment fehlt jetzt noch. Ich hoffe, das baut er jetzt hier. Er baut da nicht. Ah, doch. So. Dach ausblenden. Die Ebene wollen wir. Da reißen wir jetzt Fußbild raus. Einzelebene, falscher. Weiter, den hier wollen wir. Fußböden, Einzelebene. So. Dann entfernen wir die Treppe. Und diese Treppe. Da habe ich nicht mal einen Fußbogen gebaut. Ah, okay. Hätte eine Seite gereicht. So, ist das jetzt der richtige Balken? Ja, der untere. Die kommen nämlich auch weg. Wir haben ja extra... Okay. So. Zwei hochgebaut, damit wir nicht mitten in der Kirche so riesige Pfeiler haben, also so Pfosten. Jetzt müssen wir mal überlegen... Dass er die Kirche wird. Ich dachte schon, dass wir hier ein paar Stühle noch reinstellen. Hinten, also hier in diese beiden, können wir gar keine Stühle stellen. Die würden ja gar nichts sehen. Können wir aber hier an die Seiten stellen. Wir machen Feuerbehälter. Oh, die können wir auch aus Kalkstein. Machen wir am besten erstmal in die Ecken. So. Und dann am Gang entlang, würde ich sagen. Direkt am Pfosten auf beiden Seiten. Vielleicht so noch? Und hier vorne? Aber wo machen wir die hin? Hm. Also da ist die Tür. Machen wir mal zwei entfernt. Dann gibt es hier wieder keine Mitte. Hm. Wenn wir die hier hin machen und die beiden ein versetzen. Nein, so. Also hier würde hingehen. So. Dann kommen natürlich die Schreine hier rein. Noch nicht. Da. Welcher ist eigentlich jetzt auch egal, ne? Machen wir mal Eichenbrüder. So, wie machen wir das jetzt? Könnten ja vielleicht. Kann man nur aus Erde bauen. Aber wir können. Hm. Wie groß ist der? Stellt man sowas direkt an die Wand? Ja, nicht. So ein freilassen. Also wenn wir einen freilassen. Hier wollen wir ihn. Einen freilassen, da würde er stehen. Und zum Schrein hin. Oh, aber irgendein Esel ist tot.
Ja, oder machen wir die außen? Oder lassen wir die auf der Ebene? Also eigentlich in der Küche ist, glaube ich, immer vorne so zwei, drei Stufen, aber hier nicht so eine riesen Treppe. Hier wäre genau der Pfeiler. Und hier auch. Wir könnten ja direkt an den Innenpfeiler so. Dann, wie machen wir das? Vielleicht Kalkstein? Ah, das macht er jetzt nicht, weil noch nicht gebaut. Ach, warte, das geht gar nicht, ne? Direkt an der Treppe. Scheint nicht zu gehen. Okay. Eine Treppe geht nicht. Ah. Wenn wir das so machen, dann können wir dann Boden drüber setzen. Vielleicht den besseren Boden hier. So. So. Den entfernen wir eine Reihe hier. So. Müssen wir die hier noch einstellen. Brauchen jetzt nur die Priorität ändern. Dorfbewohner-Asche 15 Uhr. Das heißt, der hat sich bestimmt wieder irgendwo eingebuddelt. Aber ich mache jetzt erstmal. Wenn ja kurz Pause machen. So. Hier. Auch noch zwei. Genau. Dann sollte es hier im Winter auch warm genug sein, wenn wir die Fenster schließen. So. Nö, eingebuddelt hat er sich diesmal nicht. Oh, unsere Apfelbäume sind gewachsen. Man die eigentlich auch. Ah, oh, ne, warte, das war hier, ne? Ernten können sie. Aber nicht fällen. Obwohl. Wenn man sie nicht fällt, wachsen da nächstes Jahr dann wieder Sachen dran? Machen wir einfach mal. Vielleicht klappt das. Lebensspanne. Ach so. Ah, wir können hier noch weiter runtergehen. 36 Äpfel. Gestorben. Na. Der wäre dann nach 146 Tagen abgestorben, oder nicht? 10 Holz, 15, 12 und immer noch Äpfel. 28 Tage. Ja, dann machen wir mal auf fruchtlos. Besser ist das. Dann
Weil wenn er keine Äpfel mehr hat, dann bringt er uns immerhin noch Holz und die können dann neuen anpflanzen. Aber warum zum Henker stehen hier Bäume? So. Jetzt noch die Sache, stellen wir hier so hoch hier hinter so eine Reihe Bäume und füllen das dann mit grauen Steinen auf. Oder setzen wir hier vielleicht so Bäume. So einen hier in der Mitte. Da einen. Ah, oder. Aber dann stehen die zu dicht. Müssen wir gleich dann mal sehen. So, erstmal müssen wir jetzt mal gucken. Ob wir die Kirche da hinkriegen. Er würde ja dastehen. Nicht hungrig, einfach erschöpft. Leurum. Schläft er nicht, oder wie? Leurum. Also der muss einfach eine Stunde länger schlafen. Oh Gott. Also Leurum. So. 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 Nur am Nerven die Leute. Also. Wo ist denn jetzt Kirche abgeblieben? Da. Könnte ich jetzt mal irgendeiner diese vier Steine da fertig bauen? Müssen auch noch dann Eichenbrüder wollten wir basteln. Eichenbrüder. So. Im Speicher. Also wie gesagt, das Spiel ist echt schön gemacht und alles, aber dieses Speichern, ne? Also das Speichern ist gut. Aber es ist andauernd ist es nachts. Die halbe Spielzeit sitzt man hier und wartet, dass sie wieder aufstehen. So. Mal auf die Seite auch welche? Oder lieber hier so. Da und da vielleicht. Boah, sehr viele Stühle. Da müssen wir auch mal gucken. Wir wollten ja Steinstühle. Nee, warte. Holzstühle wollten wir nehmen, ne? So, also bis hier würde man was sehen. So, dann lassen wir mal einen frei. Das sieht ja fast aus wie eine Kirche, denke ich mal. Dann hier wieder. Hier können wir ja auch mal hier noch. Oder machen wir da lieber auch Feuerwälder hin. Da. Oh, sie haben die Plattform gebaut. Dann werden wir da jetzt erstmal. Ja, vielleicht erweitern wir die noch ein. Oder zwei. So, hier die machen wir. So.
kleiner Schutz. Und dann kommen da Beine hin. Welchen Brüder? Wo? Oh. Vielleicht dann machen wir hier auch noch diesen Schutz außen rum. Oder stellen wir die oder fehlt Fußboden irgendwie anders hin. Weil Bewohner gehen ja sowieso. Hier hoch. Um an den Schrein zu beten. So. Hier auf den Stühlen sitzen werden die ja eh nicht. Aber so ein bisschen erhoben, weiter nach oben zum Beten, ist doch eigentlich schon nicht schlecht für die, oder? Könnten sie auch einfach auf den Boden stellen. Ja, wie gesagt, eine halbe Treppe wäre irgendwie schön. Aber wir können da auch nichts in der Art basteln irgendwie. Der Boden, den wir einsetzen könnten an den Wänden, der ist ja auf der Höhe hier. Eichenbrüder-Tempel erstellt. Dann kann der Eichenbrüder-Tempel hier drüben abgerissen werden. Ja. Oh, es ist schon wieder Nacht. Also, dass man sind, wir könnten sie auch die ganze Nacht arbeiten lassen, aber dann sind sie erschöpft und werden ohnmächtig und dann werden sie krank und sterben und hast du nicht gesehen? Ganz schön ärgerlich. Dass sie das ins Spiel eingebaut haben, Tag und Nacht schön und gut, aber diese Erschöpfung hätten sie ruhig weglassen können. So dass sie ganz rund um die Uhr arbeiten können. So dauert das jetzt hier ja viel zu lange alles. Cool. Wir haben nicht eine beschissene Mahlzeit. Die fressen ohne Ende. Und ein bisschen ärgerlich ist auch, die Haustiere fressen kein Tierfutter. Nur Stalltiere fressen Tierfutter und Heu. Die blöden Haustiere, hier, wo haben wir hier so einen Köter? Die essen das nicht. Die essen nur von unseren Mahlzeiten. Kann ihnen das nicht mal verbieten, ey. Ja, hier steht sogar bei Nahrung Siedler, also. Obwohl es ein Hund ist. Am besten, wenn wir fertig gebaut haben, alles, schlachten wir unsere Haustiere. Dann haben die Siedler auch mehr Zeit. So. Jetzt können die da schön beten gehen. Hier müssen wir natürlich noch eine kleine Sicherung anbringen. So. Die natürlich auch. Das ist schön gemacht hier mit den Sicherungen. Kleine Erhebungen. Weil den Weidezaun kann man ja nicht direkt dran stellen. Steht ja dann mitten auf einer Platte. Daher ist das gut gelöst hier. Dann können sie zum Beten entweder hier sitzen
Oder halt direkt zum Schrein hochgehen. So. Wenn sie die fertig gebaut haben. War erstmal ein schönes Foto. Baut das Ding jetzt auch irgendeiner? Versetzt Haufen. Ja, das mache ich auch, wenn ich aufs Klo gehe, Alter. Leurumisser. Beschafft Ressourcen. Will ich aber auch hoffen. So. Das passt sich ja. Da sitzen auch gerade zwei, die beten. Gut. Dann müssen wir da eventuell noch Fackeln vorne hin, ne? Und die waren da. Ja. Oh, wir haben auch Standfackeln. Wo stellen wir die denn hin? Vielleicht hier neben den Aufgang so und oben dann ist eine Kirche. Wir könnten jetzt auch ein Banner dranhängen, aber es hat ja irgendwie an der Kirche hat unser Stadtbauer jetzt nichts zu suchen. So, dann müssen wir jetzt mal kurz überlegen, wie wir das hier mit dem Eingangsbereich machen. Wir könnten ja... Oh, ich habe eine Idee. Die Kräuter sehen fast aus wie Blumen. Und wenn wir die auf... nicht ernten stellen... So... aber trotzdem auf Säen. Dann haben wir hier bald Blumen. Und dann kopieren wir das Ganze. So. Dann haben wir hier schöne Blumen. Auf nicht ernten. Warum kopiere ich das überhaupt? Machen wir mal auf Mittel, dann machen die das auch. So. Das könnten wir ja hier auch machen. Und am Ende ein paar Bäumchen. Noch ein paar Apfelbäume vielleicht. Oder hier und da. Ja genau. Wir machen jetzt Apfelbaum. So. Da machen wir einen Apfelbaum. Und da. Und Feldahorn. Wir müssen uns die Bäume mal hier betrachten. Was ist das hier? Das wäre ein Feldahorn. Das wäre eine Eiche, die ist rot. Okay. Feldahorn und Eiche. Okay. Also. Feldahorn und Eiche. Feldahorn wäre der hier, ne? Der grüne. Feldahorn. Feldahorn. Da. Da. Eiche waren die roten. Oh, vielleicht. Und dann können da vorne. Hier haben wir noch schön Kräuter.
Jetzt? Warum will er da keine Kräuter setzen? Oh, geht doch. So. Mal da ein paar Kräuterchen. Sieht dann aus wie Blumen. Setz doch die Kräuter dahin. Hallo? Ah, geht doch. So, dann werden wir jetzt hier noch. Weil falsche Richtung war ja klar. So. Hier machen wir so ein Doppel. So. Doppel. Doppel. Also das ist richtig schön, muss ich ja sagen. Dann haben wir die erste Kirche mit Dekokrams und Eingangsbereich und so alles fertig. Dann können wir gleich mal gucken, ob sie bei der anderen Kirche irgendwas schon getan haben. So, das sieht doch wunderbar aus. Ah, andere Seite vielleicht auch. So, Kräuter. Nicht ernten. Baum. Baum lassen wir so. Das war ja richtig. Aber die Kräuter nicht. Das ist ein Baum. Nicht ernten. Nicht ernten. Nicht ernten. So. Müssen wir hier, nein, da. So. Schöne kleine Erhebung. Dann sind die Blumen, also Kräuter, ein bisschen geschützt. Oh. Oh, die liegen richtig rum, das ist ja cool. Wieder erschöpft, die wollen mich doch verscheißern. Sorry, ne? Erschöpft. 22 Uhr, dann geh halt pennen, Alter. Meine Fresse. So. Und wir haben Essig ohne Ende. Sollte man Platz machen für Essig, damit sie den einfach gammeln lassen. Machen wir auch hier eine Erhebung. Also bauen tun wir hier jetzt ja nichts mehr. Ist ja eine Kirche, also haben ja keine Wohnhäuser hin. Oh. Sieht ja schick aus. Bisschen Deko gehört auch dazu, nicht nur bauen. Soll ja alles hier seine Richtigkeit haben. Haha. So. Hier keiner in die Blumenbeete latscht. Kinder und so, kennen wir ja, ne? Aber warte mal. Ah, doch, geht. Gut. Ich habe gedacht, oben geht vielleicht nicht. Aber vom. Was ist jetzt? Ne, der braucht zwei. So. Welche Richtung? Dauert zwar, aber für den Effekt ist das schon cool. Oh, und den da. So, jetzt haben wir eine wunderschöne Kirche. Wir können mal das Dach einblenden. Ein bisschen hochscrollen.
Also gut, hier ist jetzt noch nichts gesät. Die Bäume fehlen auch noch. Aber man kann sich es ja vorstellen. Hier ist ja ein Apfelbaum. Haben wir hier so ein paar grüne und ein paar rote Bäumchen. In der Mitte ein Apfelbaum. Überall Blumen. Also das sind Kräuter. Haben wir ja schön große Kirche haben sie bekommen. Ist auch hell. Oh Gott, wir müssen die Fenster zumachen. Ist Winter. Ja. Wie warm ist noch drin? 23 Grad, obwohl Fenster aus sind, also nicht schlecht. Innen sieht es auch schick aus. Wir haben da ein bisschen ihre Kirchendeko, die wir ja reinhängen müssen, damit es als Kirche zählt. Drei Schreine. Der Baum steht dahinter, ne? Ja. Schicke Kirche, den gebastelt. Oh, jetzt mit Schnee. Schöner Eingangsbereich. Und die Fackeln gehen ja auch recht, ja. Dafür haben wir hier noch Wandfackeln. Ja, da ist egal, wenn die auf niedrig stehen. Dann gucken wir mal, wie weit die hier drüben sind. Haben sie die blöden Bäume endlich entfernt? Haben sie, aber da liegt noch was. Nur das hier alles auffüllen. Natürlich haben sie diese Büsche da nicht entfernt, der ist ja nicht wahr. Also irgendein Hund müsste das eigentlich wegtragen. Aber keiner. Oh nee, warte. Oh. Ich sage, man muss sie beaufsichtigen wie kleine Kinder. Jetzt hat er sich da. Oh, ist nicht wahr. Ich nehme mich verscheiß an. Ja, kommt nie. Oh, brech das ab hier. Das auch. Das auch. So. Werde ich die Kirche dann noch exakt gleich bauen wie die andere? Und was ist denn jetzt kaputt? Unter Kühlwochen. Oh. Die haben Sommerklamotten an. Werde ich dann noch fertig bauen. Euch dann beim nächsten Mal zeigen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, hat euch gefallen. Haben wir was Schickes fertigstellen können. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.